Hallo Leute und herzlich willkommen bei Mission 16, wurde eigentlich alles gesagt, wieder hier bei Age of Myology und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich mal. Guter Rat. Im Augenblick sind wir hier sicher. Morgen früh machen wir neue Pläne. Ihr habt euch gut geschlagen. Jetzt muss ich euch auf den Rest eurer Reise vorbereiten. Zeus ist jetzt allmächtig, aber das war nicht immer so. Vor langer Zeit herrschten die Titanen unter Kronos über das Universum und die Menschen litten unter ihrer Knechtschaft. Castor. Aha. Folgt mir, Vater. Jetzt sind wir also in der Traumwelt und jetzt müssen wir unserem Sohn folgen. Warum auch nicht? Gut. Esto. Volume. Esto. Esto. Volume. Volume. Esto. Aha. Esto. Ihr seid nicht wie andere Männer, Vater. Die Götter sind euch wohlgesonnen. Bringt die Reliquie zum Tempel. Carlos. Gut, also, okay. Die Welt ist nicht so arg groß, das, deswegen sind doch die ganzen Menschen, die ganzen Tempel und so riesig. Schätze ich mal. Ich könnte auch etwas Hilfe hier gebrauchen. Ja! Sehr schön. Gibt er mir etwas mehr Leben, das ist doch gut. Beziehungsweise lädt mein Leben wieder auf. Das war der hier, eine Wiederherstellung. Ja, den habe ich ja auch. Kommt jetzt gleich noch was? Egal. Volume. So. Ah, da toll. Volume. Malesta. Das ist gut. Rostagma. Ich geh gleich auf den. Der stirbt nämlich eh gleich wieder. Wenn die so weiter blitzen hier. Rostagma. Lege. So, und wenn ich jetzt gleich knapp vom Sterben bin, dann mach ich auch wieder Herstellung. Rostagma. Da passe ich jetzt mal etwas auf. So, sehr schön. Die Prüfungen, die ihr bestehen müsst, stärken euch. Setzt eure Mission fort, Vater. Okay, was für eine Mission? Wächter des Schreins, dort drüben. Aha. Sehr interessant. Ich hoffe mal, dass die nicht allzu stark sind. Also ich habe nicht mehr so alt. Allzu viel, ja, okay, doch geht. Malesta. Ah, toll. Schön wenige. Ich versuche jetzt einzeln herzulocken. Malesta. Esto. Esto. Malesta. Ne. Ne. Malesta. Volume. Esto. Naja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger einzeln hat es geklappt. Sollen wir schon mal einen töten? Ich weiß nämlich nicht, wie lange ich das hier aus. Oh Gott, das halte ich nicht lange aus. Oh, Mann, oh. Ja, toll. Hm. Gut, dann wiederholen wir das einfach alles. Was ist das hier? Das nervt jetzt. Ja, toll. So, Riesen. Folgt mir, Vater. Etymos. Gut, dann das Ganze nochmal. Er könnte mir auch helfen, aber warum? Volume. Gut, dann ist eben die erste Mission, die wir nicht geschafft haben. Volume. Diese hier. Volume. Ach Gott. Naja, was soll's. Esto. Ihr seid nicht wie andere Männer, Vater. Ja, jetzt kommen hier gleich die zwei Götter Heinings. Sind euch wohlgesonnen. Bringt die Reliquie zum Tempel. Lege. Etymos. Er soll das mal öfter machen, der gute Zeus. Lege. Sonst verkacke ich es immer noch. So, aber egal, das hat auch einen Vorteil, jetzt wissen wir nämlich immer, was passiert schon. Jetzt warten wir nochmal eben, bis wir etwas mehr Leben haben. Gott, dauert das lange. Hilfe. Na, also das macht mich stärker. Das macht mich wieder heil und das tötet einfach irgendein Heini. Gott, das dauert ja zu ewig irgendwie.
Es wird der Part vorbei, bis ich hier wieder loslege. Na egal, ich trage jetzt einfach drin und dann ziehe ich mich zurück. Ja, mach ruhig den Tempel kaputt. Hauptsache nicht mich. Darf der kaputt gehen? Das ist jetzt auch die Frage. Ich schätze mal nicht, aber egal. Sehen wir dann. Alle Hopp, wo bleiben die Blitze, ey? Dankeschön. Blitz bitte. Blitz bitte, dankeschön. Hallo, du stehst direkt daneben, du könntest auch mal was tun. Oder nicht? So. Die Prüfungen, die ihr bestehen müsst, stärken euch. Setzt eure Mission fort, Vater. Okay. Es ist jetzt halt wieder kacke, wenn man schon weiß, wie es weitergeht. Und wenn man richtig keine Lust auf den Scheiß hat. Naja. Jetzt werde ich nochmal versuchen, nur noch einen einzigen zu kriegen, um die Typen einzeln zu bekämpfen. Nee, das haut nicht so ganz hin. Ich ziehe mich jetzt einfach zurück und hoffe mal, dass die hier wieder schön blitzen. Das würde mich nämlich freuen. Perfekt. Tja, mit etwas Taktik geht das dann eben doch etwas besser. Schön weiter blitzen, Leute. Du gehst erstmal auf den, dann ist der nämlich gleich tot. So. Perfekt. Gut. Mit etwas Taktik geht das doch alles ganz okay. Trotzdem warten wir nochmal kurz. Ich meine, jetzt sind es auch nur noch zwei, aber immerhin sind es zwei. Jawohl. Okay, dann so geht es natürlich auch relativ einfach dann. Vor allem habe ich jetzt irgendwie wieder volles Leben, aber egal. So, ja, so wäre das auch okay gewesen. Ach, jetzt sterben sie wieder. Zeus, Poseidon und Hades kämpften gegen die Titanen. Kronos und die Titanen wurden in den Tartaros verbannt, den tiefsten Teil der Unterwelt. Zeus wurde zum Herrscher über den Himmel. Poseidon neidet seinem Bruder diese Sphäre und will sie für sich. Kronos weiß das und verspricht Poseidon die Macht, falls er freigelassen wird. Poseidon? Nein. Ja, es gibt mehrere Stellen, an denen man in den Tartaros eindringen kann, aber Zeus versiegelte sie alle mit undurchdringlichen Toren. Diese können nur von einem Sterblichen geöffnet werden, Gargarensis. Das Tor. Das also sahen wir, als wir Erebos in Griechenland betraten. Ja, Gargarensis glaubt, wenn er den Titanen bei der Rückkehr hilft, werden Poseidon und Kronos ihn zum Dank unsterblich machen. Aha, nette Idee. Beseitigt diesen Erdrutsch, um aus der Unterwelt zu entkommen! Okay, gut, das sieht doch schon mal viel besser aus. Jetzt habe ich nämlich ein paar mehr Leute. Okay, ein paar viele mehr Leute. Dann euch nehme ich noch. So, was ist jetzt das hier für Viecher? Das ist ein Held. Den mache ich einfach mal mit dem Schatten fertig. Perfekt. Und ihr alle geht an. Das war wohl Teres, nicht wahr? Es ist schon lange her, dass du ihn in die Unterwelt verbannt hast, Arkanthos. Kämpfst du wieder alte Schlachten? So, der kriegt immer mehr Köpfe, das macht irgendwie Angst. In tears, Gary. And we are your repair. So. Wow, jetzt hätte ich fast die Schatten verschwendet. Gut, dann machen wir doch einfach mal so, die Schatten nicht, sondern ihr alle seid jetzt meine 1 Katapulte, 2 Schatten, 3. So, und dann geht's gleich weiter. Wo muss ich überhaupt hin? Gut, ja.
Er dürfte auch nicht mehr lang leben. Nein. Ja, und jetzt? Bin ich in der Sackgasse? Ach Gott, jetzt muss ich das Ding hier kaputt machen. Das kann ja ewig dauern. Naja, wenn die Katapulte sich mal eingerichtet haben, wird das auch noch etwas schneller gehen. Ja, es geht, es geht, es geht, es geht. Hier helfen nicht alle mit. Naja, egal, dann halt nicht. Was ist denn das für ein Felswalle? Oh, das ist kacke, wenn die meine Katapulte fertig machen. Das ist echt nicht unbedingt gut. Nee, 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 das muss nicht sein. So, du heilst da schön weiter. Wie viel hat's noch? Ach, das haben wir ja gleich trotzdem geschafft. Und fertig. Fertig. Jetzt komm schon. Dankeschön. Vater, wir müssen fort von hier. Hallo, dann lauf doch. Oder auch nicht. Eure Feinde sind auf der anderen Seite des Meeres, Vater. Eure Flotte ist bereit. Hey, was ist jetzt los? Jetzt bin ich rot oder was? Wir müssen so schnell wie möglich einen Stützpunkt am anderen Ufer errichten. So. Dann geht ihr einfach schon mal vor. Also jetzt sind wir irgendwie Piraten oder so. Das bin ich, weiß ich jetzt nicht genau. Aber irgendwie schon. Und jetzt kämpfe ich gegen die Blauen. Also gegen mich. Irgendwie. Normal bin ich immer blau. Naja, egal. So, die erstmal fertig machen. Jetzt, was ist denn hier los? Ah gut, jetzt krieg ich noch Kraken, das ist gut. So, dich schicken wir einfach schon mal hier hin. Genau wie dich auch. Die Kraken werden schon alles regeln. Ach, Kraken sind übrigens nette Tiere. Sie sind irgendwie sehr extrem stark. So, hey, wo kommen die her? Egal, was stört's mich. So, was muss ich machen? Das Weltwunder muss ich zerstören. Aha, ist aber schön, das Weltwunder. Ach, jetzt habe ich sogar noch den hier. Oh Gott, was ist denn jetzt los, ey? Sorry, falls ihr das hört, das ist ein Bohrer nebenan irgendwas. Kamos bin ich jetzt. Alter, hör auf zu bohren, Mensch. Boah Gott, das nervt jetzt richtig hart. Ja, jetzt hat das aufgehört. Gut. Hallo Hopp, wo bleiben die Menschen? Ach, der Castor ist nicht mein Held. Ist natürlich irgendwie bitter. Alter, hör auf zu bohren. Okay, die haben eh keine Chance gerade. Ich muss ein Heer ausbilden, dann bilden wir ein Heer aus. Zerstört diese Belagerung! Ich versuch's doch, Mensch. Denkst du, was ich hier mache? So. Der hat die sich unter dem Arm geklemmt. Das ist mal ein echter Mann. Nicht wie alle anderen hier. So. So. Zwei Reliquien haben wir schon. Wie viel kostet das? Zu viel eindeutig. Damit kann man übrigens, ich weiß nicht, haben wir das schon mal gesehen? Auf jeden Fall sehen wir dann die ganze Welt und also nicht nur die Karte, wie sie aussieht, sondern auch jede Bewegung und so weiter. Na, das ist nicht schlecht.
Und noch ein paar Zyklopen. Würde ich gern machen, können wir aber nicht mehr. Okay. Gut, aber jetzt hat's geklingelt. Ich würde sagen, wir träumen nächstes Mal weiter. Der stirbt auch relativ bald. Schätze ich mal. Ein Blitz höchstens. Ja. Also. Ja, wir träumen nächstes Mal hier weiter. Irgendwie sind wir jetzt die Bösen, aber egal. Das passt doch alles. Wer will nicht mal der Böse sein? Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wer arbeitet hier nicht? Geht mal gar nicht. Oh, wow, was ist das? Oh, das brauche ich noch. Das brauche ich noch. Gut. Dann schicke ich mal 13, 12. Gut, dass der Böse irgendwie stärker ist als ich. Egal. Gut, dann also bis zum nächsten Mal. Wie immer, kommentiert, bewertet und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann träumen wir hier nächstes Mal weiter und hoffentlich zerstören wir dann das Weltwunder, was ich eigentlich ganz schön finde und nie zerstören würde, aber egal. Bis dann, Leute. Ciao!